Der Flüger aus Delhi landet planmässig kurz nach der 6:25 in Zürich. Mit an Bord soll der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel sein. Immerhin, ein Fan hat sich in die Ankunft 2 begeben. Er hofft sich einen Blick auf den Ausnahmesportler. Also ich finde ihn gut, sportliche Leistung, also ist einer meiner Idole. Das, was er erreicht hat, will ich auch erreichen. Und ja. Eine Stunde nach Ankunft ein erstes Highlight. Der Kimi Räikkönen huscht vorbei. Wo er ist, ist sicher auch der Vettel nicht mehr weit. Aber er lässt auf sich warten. Der vierte Weltmeistertitel, der feiert jeden Fall mit seinem Team. Und kann es eigentlich schon verstehen. Also ich bin nicht böse, wenn er jetzt nicht kommt. Um 8:30 dann stirbt jede Hoffnung. Der Sebastian Vettel taucht nicht auf. Er scheint doch nicht auf dem Flüger zu sein. Ja gut, vielleicht ist er noch gar nicht gekommen. Vielleicht kommt er erst morgen, oder? Morgen bist du wieder da? Nein, ich glaube nicht. Vielleicht ist der Formel-1-Star weltmeistermässig durch einen Hintereingang geführt worden. Vielleicht ist er tatsächlich erst auf einem späteren Flüger. Klar ist, sein Weg führt sicher in die Schweiz, denn der Sebastian Vettel wohnt im thurgauischen Elighausen.